Ich sollte erst den Vertrag lesen, bevor ich auf die Jagd gehe. Ich habe eine Kleinigkeit für dich, für deine Unterstützung. Wenn das nicht die Heldin des Tages ist. Wie gut, dass du vorbeigekommen bist. Seid ihr Stöberer? Wir arbeiten schon länger im Niemandsland. Ich wollte eigentlich wieder in Fahrlicht sein, wenn sie die Tore öffnen. Du weißt schon, nach dieser Gesandtschaft. Aber da wir gerade fast Hackfleisch geworden wären, lief es da wohl nicht so gut. Das könnte man so sagen. Das Niemandsland war ja noch nie wirklich sicher. Aber ein Tenakt-Angriff auf neutralem Gebiet hätte ich nicht erwartet. Und sie reiten jetzt Maschinen. Wenn ihr nach Fahrlicht wolltet, was hielt euch hier auf? Wir sind auf ein paar Ruinen gestoßen. Dachte, wir sehen mal nach, was da drin ist. Aber alles voller seltsamer roter Kristalle. Da kommt man nicht durch. Also schlugen wir hier ein Lager auf. Aber morgen früh brechen wir sofort nach Fahrlicht auf. Ich sollte wohl unsere Leute in Zackentiefe über das hier informieren. Zackentiefe? Eine Ausgrabungsstätte beim Großen See im Süden. Mit viel Schott aus der alten Welt. Nicht zu verfehlen. Das war mein Stichwort. Hier. Danke für die Unterstützung. Vielleicht hilfst du mir ja irgendwann nochmal aus der Klemme. Hoffentlich nicht. Eine Ruine der alten Welt. Was wohl im Inneren ist.
Offenbar haben sie bei Freilicht ihr Lager aufgeschlagen. Ich sehe lieber nach, was die vorhaben. Sie haben Reiterpatrouillen in der Gegend. Ich muss aufpassen. Diese Wand hochklettern. Vielleicht komme ich so ins Lager. Bin drin. Um herauszufinden, was hier los ist, muss ich denjenigen finden, der die Leitung hat. Wir sammeln uns nicht.
Gefangenen gefangen. Osaram, glaube ich. Lohe. Nur einen kurzen Ritt von der Karja-Grenze. Hier ist genug, um halb Fahrlicht auszulöschen. Es sei denn, ich jag sie hoch. Nach. Alles klar. Na, mal sehen. Ich finde dich. Wo seid ihr alle? Jemand hat den Gefangenen befreit. Ich glaube, eins dieser Gebäude ist eine Kommandozentrale. Sachen für den Vorrat. Getreue Tenakt, hört mich an! Man sagte mir, ein Soldat dieses Lagers habe einen der Söhne des Prometheus zum Streit provoziert. Ihr solltet lieber nicht vergessen, dass unsere Verbündeten uns die Maschinen liefern, auf denen wir zum Ruhm reiten werden. Der nächste Narr, der sich mit ihnen anlegt, wird ausgeweidet und wie Aas in die Wüste geworfen. Es gibt keine zweite Warnung. Wird das genügen? Ja, das sollte verhindern, dass deine Leute mit meinen aneinander geraten. Ich danke dir, Regala. Möge unser Weg zum Sieg führen. Regala arbeitet also nicht allein. Diese Söhne des Prometheus gaben ihr die Mittel zur Überbrückung von Maschinen. Hm.
haben dich. Sie sitzt auf der Maschine. Mein Fokus empfängt immer noch ein Signal. Dieses Geräusch. In der Nähe muss ein Langhals sein. Wenn ich nicht überprüfe, bekomme ich Daten über die Umgebung. Oh, oh. Wie eine Satellitenschüssel. Wenn ich darauf klettern kann, müsste ich den Langhals leicht erreichen können. Stromgenerator?
Das verstaue ich für später. Der muss irgendwann einmal Energie erzeugt haben. Jetzt ist er tot. Es muss doch ein Weg auf dieses Ding führen. Eine Energiezelle, getrennt von der Hauptstromleitung. Damit müsste ich den Generator unter der Schüssel antreiben können. Da ist der Generator. Die Energiezelle bringt ihn sicher zum Laufen. Der Strom ist wieder da. Ich sollte mir die Konsole von vorhin noch mal ansehen. Mal sehen, was dieses Ding macht. Vollständig. Motorfunktion.
kommen. Ich muss nur den richtigen Platz finden. Sieht aus, als könnte ich auf den Langhals gleiten. Ich muss es nur richtig abpassen. Mal. Das muss Reinklang sein.